Philadelphia, die Stadt an der Ostküste der USA, kann weit mehr als nur Streichkäse. In diesem Video zeige ich dir, warum Philadelphia als Urlaubsziel, aber auch als Investitionsstandort für Immobilien mit Zukunft sehr, sehr spannend ist. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, auf meinem Kanal bringe ich dir den US-Immobilienmarkt näher. Seit vielen Jahren lebe ich hier bei Philadelphia und investiere auch in den Großraum Philadelphia an der Ostküste der USA. In diesem Video zeige ich dir mehr als nur die reinen Zahlen, die für Philadelphia als Investitionsstandort mit Immobilien mit Zukunft sprechen. Wo sind wir hier? Was geht hier? Zuerst schauen wir mal auf die Zahlen und Fakten, die für Philadelphia als Investitionsstandort sprechen, und danach nehme ich dich mit auf eine Tour durch die Stadt. Die Vereinigten Staaten sind ein interessantes Ziel für europäische Immobilieninvestoren. Das ist ein Fakt und der ist unbestritten. Wir haben hier die internationale Weltwährungsreserve, den Dollar. Wir haben hier ein Investoren- und Vermieterfreundliches Klima und Rahmenbedingungen. Und wir haben hier Renditemöglichkeiten, die jenseits dem sind, was du in Europa gerade erreichen kannst. Das ist eine steile These, ich weiß, aber ich kann es auch belegen. Ich habe dazu verschiedene Deal-Analysen als Playlist dir als Link unter das Video gesetzt. Da kannst du dir nochmal alle Deal-Analysen anschauen und siehst die Zahlen und die Hintergründe von Objekten, die wir entweder nur analysiert oder analysiert und auch gekauft haben. Schau es dir einfach mal an. Den Link findest du in der Beschreibung. Schauen wir mal direkt auf die Stadt Philadelphia bzw. den Großraum dazu. Die Stadt an sich hat 1,5 Millionen Einwohner und der Großraum umfasst ca. 6 Millionen Menschen. Wir haben den internationalen Flughafen hier und geografisch an der Ostküste der USA sind wir genau zwischen Washington DC und New York City. Also in 90 Minuten bist du von Philadelphia in New York City an der Wall Street oder in 1 bis 2 Stunden kannst du sogar in Washington DC sein. Wir haben hier nicht nur einen internationalen Airport, sondern auch zahlreiche nationale und internationale Firmen vor Ort. Dazu zählen Comcast, Sunoco, Subaru, IKEA, ING, SAP, Urban Outfitters, jede Menge große Firmen, die hier Arbeitsplätze schaffen, erhalten und somit einen konstanten Zuzug von Menschen und Einwohnern garantieren. Philadelphia wächst. Aber auch sportlich gibt es hier in der Region ganz viel zu bieten. Also Philadelphia hat in den wichtigsten US-Ligen und Sportarten jeweils ein Team mehr oder minder erfolgreich vertreten. Also wir haben Baseball, die Phillies, na, Sport oder nicht Sport sei dahingestellt. Wir haben American Football, die Eagles. Wir haben Basketball, die 76ers. Wir haben Eishockey, die Flyers und sogar Fußball, also Soccer, Philadelphia Union. Alles da. Hey Lukas, ich war schon öfter zum Urlaub machen in New York City. Da würde ich viel lieber investieren oder auch in Washington DC. Als US-Hauptstadt macht das bestimmt mehr Sinn als in Philadelphia. Ja, das ist ein valider Punkt. Ich schlage vor, wir vergleichen einfach mal alle drei Regionen miteinander. Und das machen wir bei Redfin.com. Redfin.com ist ein US-Immobilienportal, welches seine Daten auch für andere Auswertungen zugänglich macht. Und das schauen wir uns auf redfin.com direkt mal an. Den Link setze ich dir auch unter das Video, das heißt, du kannst dir auch selber mal die Daten anschauen und damit rumspielen oder andere Regionen in den USA einfach mal analysieren. Hier auf redfin.com kann man die Datenpunkte, die man möchte, sich zusammenziehen und auch einzelne Auswertungen über bestimmte Regionen fahren. Wir schauen uns jetzt einfach mal die drei Regionen an, also Philadelphia, Metro Area, Washington, Metro Area und New York City, Metro Area, also alles im Großraum dieser Städte. Und was wir hier schon auf der Grafik sehen ist, Philadelphia ist von dem Preis, also hier schauen wir uns den Median Sales Price an, ist schon vom Preis her, vom Medianpreis viel weiter unten als die beiden anderen Regionen. Also Philadelphia hat einen Median Sales Price von 266.000, Washington DC 503.000 und New York City krasses 635.000. Also hier sehen wir schon, dass allein vom Kaufpreis Philadelphia viel leichter zugänglich ist als die beiden anderen Regionen. Also hier muss man viel mehr Geld mitbringen in New York und in Washington auch. Und in Philadelphia kann man mit viel weniger Geld viel mehr erreichen. Ja, hier in den USA sagt man mehr Bang for the Buck. Was wir hier auch haben, wären jetzt zum Beispiel der Preis pro Square Foot. Also wir sehen hier, was ein Square Foot pro Region kostet. Wenn wir es uns anschauen, in Philadelphia gibt es für $188 einen Square Foot. Housing gibt es so einen Average-Wert. In Washington gibt es für $253 schon pro Square Foot was. Und in New York City sind wir bei $364. New York City fangen die Daten hier auf der Grafik erst Mitte 2016 an. Also von daher ist es doch ein Vergleichswert. Hier sehen wir,
August 2020 und dann sind die Preise explodiert. Wir können auch vergleichen, wie lange ist ein Objekt am Markt, indem wir hier auf Days on Market klicken und dann sieht man, wie schnell die Häuser verkauft werden. Also in Washington sind die Häuser im Schnitt 12 Tage am Markt, bevor sie verkauft werden. In Philadelphia 32 und hier sogar 82 im Schnitt. Also höhere Preise pro Sales Price, höhere Preise pro Square Foot und länger am Markt. Also der Markt in New York City ist hochriskant und Philadelphia ist schön genau dazwischen. Also von daher, die Sprünge in Philadelphia sind nicht so groß, die Überreaktion ist nicht so groß, die Abwanderung während der Krise war nicht so groß. Im Gegenteil, Philadelphia ist gewachsen. Hier kann man sehen, die Kaufpreise sind natürlich in Philadelphia geringer als in Washington DC oder in New York City. Auch die Mieten sind geringer, aber das heißt nicht, dass die Rendite deswegen geringer ist. New York City und Washington haben während der Krise krasse Schwankungen durchlaufen. Philadelphia hat das nicht. Philadelphia ist konstant in der Krise, einwohnerzahlenmäßig, gewachsen. Das heißt, der Immobilienmarkt hier unterliegt nicht diesen krassen Schwankungen wie New York City oder Washington, ist stabiler und ist more affordable, also man kann sich's besser leisten. Die Einstiegsbarrieren in den US-Immobilienmarkt sind in Philadelphia im Vergleich zu New York City und zu Washington DC einfach geringer. Genug von den Zahlen und Fakten, ich nehme dich mit, wir schauen uns die Stadt einfach mal vor Ort an. Auf geht's! Und hier seht ihr gleich, wie die Leute beim Rocky anstehen. Der Rocky, einer der Berühmtheiten hier, hat eine riesengroße Bronzestatue neben dem Art Museum und die Leute stehen dafür an und wollen dafür ein Foto machen, wie blöd. Und laufen dann natürlich auch die Treppe hoch, wie der Rocky das im Film gemacht hat. Hey, ich würde sowas nie machen, oder? Und hier seht ihr die Schlange. Wie man sie alle noch mit dem Rocky hier filmen lassen, vor dem Kunstmuseum in Philadelphia. Eine der Berühmtheiten hier. Das war die berühmte Rocky-Treppe. Ja, ich hab's gemacht, peinlich, aber hey, das machen ja alle. Und im Hintergrund die Skyline von Philly, also die Stadt ist 10-mal besser als die Ruf. Tolle City, geil. Der sportliche Einsatz muss sich für mich lohnen. Lass mir bitte ein Like da, wenn dir das gefallen hat. Das ist einer der schönsten Biergärten hier in Philadelphia, also der ist quasi schwimmend, direkt am Wasser. Also auf der anderen Seite, was ihr hier im Hintergrund seht, ist eigentlich auch schon New Jersey. Der Biergarten hat aber leider noch zu, die machen erst am Memorial Weekend, also der letzte Montag im Mai oder letzte Woche in dem Mai machen die erst auf. Und ja, also hier gibt es immer so Fingerfood, Bier und alles Mögliche. Kann man dann auch draußen trinken, total verrückt. Dafür muss man beim Reingehen eben die ID zeigen, aber kann ja an der ganzen Waterfront langlaufen und kann halt mit einem Bier in der Hand rumlaufen. Das ist hier total verrückt. Hier im Hintergrund, da steht noch so ein altes U-Boot und hinten drauf, hinten dran sieht man das auch, ja, das ist die, glaube ich, die Moschulu. Das Boot müsstet ihr eigentlich aus dem Film Der Pate kennen. Da war das auch schon, da spielt das eine Rolle. So kam Der Pate, glaube ich, aus Italien hier an. Das ist direkt am Hilton hier. Da ist das Hilton Hotel. Und hier am Hilton Hotel ist eben dieser Waterfront Park. Und im Winter ist da eine Eislaufbahn. Und im Sommer ein hervorragender Biergarten. Dann schauen wir uns das mal an. Und das ist der Biergarten eigentlich. Da wird überall Verkaufsstände sein und Leute rumsitzen, aber aktuell, wie ihr seht, ist hier gerade tote Hose, also hier werden alles voller Menschen.
aber ist gerade nicht. Im Sommer geht es hier ab, da ist jedes Wochenende eigentlich immer was los. Da sind auch jede Menge Straßenkünstler und Hängematten und was auch immer. Und im Winter ist hinter mir, was jetzt gerade eine Rollschuhlaufbahn ist, das ist immer eine Eislaufbahn. Also da geht was, das ist eigentlich eine schöne Ecke. Hier an den Pants Landing sind jede Menge Craft Brew-Tabs, also beziehungsweise Brauereien, wo man was testen kann. Die Jungs hinter mir hier auf dem Wasser, die fahren Jetski. Also hier kann man schon was machen. Also Philadelphia lohnt sich auf jeden Fall. Wenn dir solche Themen gefallen, lass mir einfach ein Like da, schreib mir am besten in die Kommentare, welche Themenwünsche du hast, dann kann ich direkt darauf eingehen und schick das Video an jemanden, der sich auch für Investitionen in den USA interessieren könnte. Super, du hast es geschafft. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.